Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom, und mit mir dabei ist der gute Stompy, hallo. Hallo. Ja, ihr befindet euch in einem weiteren Arena Monday Video und wir sind im Part 4. Ja, 4 sind wir. Part, warte mal, wir haben 7 Spiele gemacht. 3, 4, ja, Part 4. Nee, genau. Part 5. Wir sind Part 5. Nee. Ja klar, der erste Part war Kartenpick plus erstes Game. Mhm. Bleiben 6 Games über, 2 Games pro Part sind 4 Parts, also sind wir in Part 5. Jo. Wir sind in Part 5. Echt jetzt? Mhm. Ja. Wir haben doch der erste Part war Deck plus ein Game. Genau. Dann haben wir noch 6 Games über, das sind 3 Parts. Ja. 4 Parts, also das ist das Start. Macht auf jeden Fall so Sinn, wie du das so erzählst, ja. Und wir spielen wieder gegen Mage mit Hero Power vom Warlock. Ja, hier hier coinen wir den Kids-Typen. Ich hätte sagen, ich wollte gerade sagen, hier hätten wir auch coinen können. Naja, passt okay. Schon. So haben wir die Coin uns aufbewahrt, ist auch gut. Ich glaube, ja. Es gibt Schlechteres. Wollen wir denn tatsächlich? Ja, spielen wir, ne? Ja. Willst du Runde eventuell meine Waffe wegmachen? Ja. Spiel den auf jeden Fall mal. Ist halt schade. So haben wir 4 gewafft, ne? Ja. Nicht nur 3. Und danach kommt auch noch die Waffe. Die Delay auch noch natürlich. Oh, gut, dass er den jetzt spielt. Ja. Dafür gibt es einen Danke von uns. Die Frage ist, spielen wir hier die Waffe überhaupt? Spielen wir hier nicht einfach den Flachzugsleiter, damit wir mit dem 1-1er den 2-2 traden können, ihn punishen können dafür, dass er nicht getradet hat? Ja. Nächste Runde können wir theoretisch spielen Waffe, Coin und den, das Elemental, das schießt, ne? Mhm. Naja, wir traden. Den Flachzugsleiter muss er. Macht er nicht. Okay, dafür punishen wir ihn jetzt aber hart, ne? Warte mal, nee, keine Waffe. Wir buffen jetzt unseren Flachzugsleiter. Mhm. Und traden seinen 4-3er. Und coinen noch das Elemental. Ja? Ja, ja, klar. Na gut. Die Waffe werden immer Targets finden, ne? Ja, das stimmt schon. Ja, ich meine, das, wenn er schon so spielt, muss es halt gepunished werden irgendwie, ne? Ah, okay, schade. Er tradet noch immer nicht. Meine Wir haben Seelensog, doch. Nicht schlecht. Ja, dann spielen wir doch auch Seelensog erstmal. Ja, spielen wir Seelensog. Sind wir nämlich auch gleich wieder voll, dann kann er sein Raid nämlich vergessen. Dann traden wir schön. Nee, nicht mit dem. Warum? Mit dem anderen wird dann beide an Bord bleiben. Also ne, bleiben nicht, der stimmt doch mit dem. Mein Fehler, Entschuldigung. Der wird ja gebracht, wenn er Schaden kriegt. Ah, jo. Und jetzt die Waffe? Jetzt die Waffe spielen und fischen, ja. Schön, schön. Haben wir doch geschickt gelöst. Haben wir, doch gelöst. Wir haben auch noch die Helden, wenn ich gleich sie verändern können. Ja. Oder auch müssen. Ja, mal gucken. Ja, Heldenfertigkeit. Dann einmal aufmachen und dann voll rein mit allem, was wir haben. Weiß nicht. Warte mal. Willst du nicht einfach die Heldenfähigkeit nur mal ändern? Also das auf jeden Fall spielen. Ja. Dann den Eierdieb spielen. Okay. Und einfach nur mit der Waffe das Schild aufmachen. Echt? Kann ich retraden? Das mach ich auf. Nee, wir laufen jetzt nicht rein. Wenn, dann soll er das machen, weil wenn er es nicht macht, dann ne, haben wir einen besseren Trade mit dem 5-3er. Wenn er es so macht, dann traden wir nächste Runde mit der Hero Power. Genau. Auch okay. Bisschen Card War wäre jetzt nicht schlecht. Ich meine, wir haben jetzt noch 2 Diener. Ja, wir haben halt keinen Card War. Oder kaum. Ja, Beute haben es doch, haben wir noch. Wir haben noch Gedanken. Eieiei. Super. Okay, er hat ein Geheimnis. Weil das stört uns ja nur bedingt, weil wir machen mit der Hero Power den 4-1er weg, wie besprochen. Ja, warte mal. Ja, und dann?
Ja, dann traden wir mit dem 5-2er den 4-5er, kriegen Ach so, 2-2-2er stimmt. raus. Genau. Ja, ist ja eh gleich weg, die Waffe, ne? Ich leg schon mal den Blutwurm und dann. Ja. Die Blutwurm kannst du legen. Die Waffe ist einfach. Kannst nicht oft genug sagen, die Waffe ist stark. Mein Kleid tradet jetzt hier für free einen, aber. Antwort ist die Hero Power, ne? Hm. Ja, die ist auch stark. Die ist auch stark, ja. Jetzt können wir tatsächlich jede Runde drücken. Ja, okay. Das, ja, ist okay. Das ist, ja. Hm, ein bisschen eklig, ne? Ziemlich eklig, aber. Ja, Gottesstelltypen und Hero Power auf den und dann Full Face. Ja. Er ist ja in der Dings, dass er traden muss. Muss. Ah. Er wird auf jeden Fall traden und dann sind wir auf jeden Fall voll geheilt. Ja. Und haben noch einen 3-3er. Jetzt wären was ein paar dicke Diener nicht schlecht, ne? Ja, also so das Ding ist ja zum Beispiel gut, das Bernsteinteil. Ja, das wäre nice. Mega. Das ist ein bisschen doof. Ja, in der Arena weiß man ja auch nie, was ist, ne? Mhm. Er tradet nicht. Also ich weiß nicht, aber ich finde das war schlecht, um ehrlich zu sein, weil ich könnte halt mit dem Gottesschild in den 5-5er laufen, mit der Hero Power reinlaufen. Erinnert euch an Kälterlass. Der andere geht face. Ja, wenn es ein Vaporize ist, ist halt doof, aber der andere geht face, ja. Ja, es ist ein Vaporize. Ah, dann müssen wir den 4er noch legen. Ja, das legen wir auf jeden Fall noch. Hat er natürlich auch bekommen, ne? Vaporize. Ja. Wie gesagt, Vaporize war das einzige, was halt uns wirklich punished. Das ist gut. Wenn er nicht tradet, und er tradet ja nicht gern, wie wir festgestellt haben. Auch sehr gut. Oh Gott, wie viel hat er denn davon? Hm, auf jeden Fall ist das Botlife clear. Ja, pass mal auf. Oh, schön. Pass mal auf. Wir klauen einen 2-2er, ne? Okay. Ja, pass auf. Klauen wir einen 2-2er? Laufen wir den 5-4er. Laufen wir den 5-4er? Dann laufen wir mit unserem 3-3er in den 2-3er. Können wir jetzt auch mit unserem jetzt Waffe machen? Ja, warte mal, Waffe. Nee, ich wollte eigentlich die Holy Nova noch nachspielen, dass das Bot hier ist. Ja, Waffe und Holy Nova. Da geht ja nicht mehr beides. Doch. Achso, nee, Waffe geht nicht beides, ne? Nee, oder du spielst. Ja, ich meine, Heilenfertigkeit. Und dann Holy Nova. Ja. Ja, aber dann. Ja. Okay, ja, Waffe können wir noch nicht so machen. Okay. So haben wir die vollen. Ja, also bufft nichts auf seinem Board. Jo, das war doch gut gespielt. Ja, generell ist das Liefel an Bord, ne? Also nicht an Bord, aber mit der Waffe halt. Ja, oder Heldenfertigkeit. Oder Heldenfertigkeit, ja. Okay, das geht ja noch. Ja, dann haben wir wohl gewonnen. Ja. Wir gewonnen. Super, super, nice. Super. Hatten wir, was ist unser Rekord? Auch 6, ne? Denke ich mal, dass wir in der ersten Arena-Runde, die wir jetzt, wo wir es wieder regelmäßig machen, 6 hatten, ne? Oder ich glaube, wir haben 6 oder 5, ich weiß gar nicht. Ich glaube 6. Ja, kann sein. Gut, dann mal ins nächste Spiel, wa? Ja, also mein Rekord ist tatsächlich 10. Bin okay. Ja noch ganz schlecht. Ja. Ich gucke gleich mal nach. Oder ich gucke am besten jetzt nach und ihr seid live dabei. Normalerweise unterbreche ich ja kurz die Aufnahme, aber ich gucke mal eben nach, weil es mich selber auch interessiert. Wo sieht man das denn? Unter Quests. Quest. Ist das beste, ist der beste Schlüssel. Arena hat 10 Siege. Mhm. Ja. 10. Gut. Dann gehe ich wieder ab in die Arena. Mhm. Und wir starten das nächste Spiel und ihr braucht die Suche wie immer nicht mitzuerleben. So. Nächster Gegner, neues Glück. Weiter geht's. Und weiter geht's. Schurke Mage. Okay, Schurke Mage, auch was Neues. Also ich muss sagen, ich finde die Arena ziemlich cool, um ehrlich zu sein, mit diesen zwei Klassen. Ich finde das wirklich cool. Ich hoffe, dass sie sowas öfter machen. Mir macht das richtig Spaß. Mhm. Schon, wir behalten dann so, ne? Ja, habe ich schon. Von alleine.
gedacht. Und die Heldenfertigkeit gleich wieder am Anfang umändern. Ja. Ja klar, sie ist auch stark. Ist halt eine Hunter Hero Power, die auch auf Diener schießen kann. Ja, genau. Man macht nichts, ist auch immer gut. Oh, wir haben die perfekte Curve eigentlich. Ja, wir haben wirklich die perfekte Curve. Fluchtschule. Ja. Wäre nur doof bei dem Schlachtzugkleider, finde ich. Ja. Aber müssen wir noch nicht spielen. Spielen wir auch noch nicht jetzt gleich. Ja, dann können wir die direkt wegmachen. Können wir traden, ja. Okay. Ja, gut. Ja. Spiel dann noch das Element, oder? Ja. Genau. Also haben wir den Gottesschild-Typen jetzt. Ja. Also den Gottesschild-Typen kann man nämlich nicht mit Waffen und den Fluchtkolo spielen. Oder wir spielen halt, was noch besser ist wahrscheinlich, die Brand. Oh, okay. Die was? Nein, nein. Alles gut. Wir spielen die Brandschuppe, ne? Weil dann wird der auf 6-3 und wenn er dann traded ist, sein Elemental weg. Ja, das stimmt. Zack. Da haben wir einen 6-3er. Gänger relativ easy, ne? Ja, den muss er auch irgendwie handeln, ne? Ja, am besten beide, ne? Ja, ja. Ja, gut, kann auch. Aber ja, aber muss die Feuerball raushauen, ne? Ja. Da kommt doch schon der nächste Dicker, das ist ja schon. Ja, wenn immer was nachkommt, ist doch was. Wurm mit Fluchtkohle, ne? Hinterher, das Geheimnis. Achso, ja. Aber sicher. Weil den Wurm kann man nächste Runde auf buffen. Mhm, wenn er überlebt. Und zwar mit zwei Sachen sogar buffen. Ja, mit Portal Silbermond und. Wurm. Ja. Machen wir, ne? Ja, klar. Geil. Ja, Card Wars ist eigentlich immer gut. Ne? Einer der besseren Zweier-Drops, die man kriegen kann. Mhm. Ah, okay, schade. Aber wir kriegen ja immerhin den Diener wieder. Wir kriegen alles weg, auch. Weil wir klauen jetzt den 2-3er, ne? Laufen in den 4-1er. Ja, warte mal. Ja, gut, okay. Wobei, ja, man hätte auch das mit der Hero Power machen können, das stimmt schon. Ja, würde ich sagen, Waffe und. Waffe, ja, ist gut. Und dann noch einmal Hero Power drücken. Und den 4-3er traden, oder? Ja. Oder wollen wir mit dem 2-2er und der Waffe? Das ist auch cool. Nee, warum? Haben wir den 3-4er noch liegen? Achso, ja. Hm. Ja, dann laufen wir erstmal rein und schauen, was wir rauskriegen. Ja, ich hole mal seine Todesrecken-Karte. Jetzt schon? Ja. Ja, klar. Haben wir den Spotter, ne? Ja. Ja, dann mit der Waffe rein. Und drücken die Hero-Power. Das war doch auch ganz gut durchdacht alles. Als hätten wir mit dem Hero-Power ändern, hätten wir das noch einen Ticken besser machen können, aber da war ich zu spät dran. Ah, das passt schon. Ah, okay, schade. Aber er haut so eine Visual-Kraft hier raushauen. Eieiei. Ja, der Spotter ist natürlich auch richtig gut mit dem Waffenbuff. Da wollen wir erstmal eine Karte entdecken, oder? Ja, ja, klar. Wir haben ja genug, was wir gleich noch nachlegen. Heiliges Feuer. Ja. Ein guter Finisher ist auf 18. Und noch eine Heldenfertigkeit, ne? Ja, dann ist die Waffe auch durch und wir haben wieder ein Board. Ja, die Waffe ist schon geil gewesen. Die hat uns bisher richtig viel Value auch gebracht. Viel gebracht. Die hatten wir vor allem auch immer. Also wirklich immer. Ja, stimmt. Heldenfähigkeiten sind deaktiviert. Na gut. Da hätte er vielleicht vorher mal drücken können. Nein. Okay, dann Feuerball. Kommt der zweite Feuerball. Was? Er hat aber auch gut Feuerbälle gezogen, wa? Ja.
Eine Fertigkeit ändern? Haufen. Ja, bringt ja nichts, weil sie deaktiviert ist erstmal, aber ballern wir den 2-5er über den Haufen? Ja, würde ich auch sagen. Weiß halt nicht. Ja, wahrscheinlich. Jetzt spielen wir den Partyhamster plus Hero Power, einfach Creatures aufs Board kriegen. Jo, hört sich gut an. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Geht ja auf 12. Aber vielleicht sollten wir tatsächlich gleich mal sehen, dass wir die Hero Power. Ja, ne, so halt Flame Strike oder so wäre halt jetzt unschön, ne? Feuerball Nummer 3, Und ein. Und ein Ding, das hat er ja gehabt. 4 Schaden, der Visceral oder wie heißt das noch? Mhm. Ja. Visceral, ja. Damage. Welt. Was? Ja, aber wir sind eigentlich ganz gut dabei. Gut, jetzt ändern wir die Hero Power, ne? Jo, und traden. Ja, traden mit Hero Power und Creature. Oder wollen wir überhaupt traden? Der kann sich doch nicht heilen. Wollen wir nicht voll face? In dem Fall wollen wir traden, damit unser Wurm liegen bleibt. Also im Wurmspiel, meine ich. Achso. Ja. Aber danach sollten wir sehen, dass wir anfangen. Warte, face schon. Aber wir haben nur 2 Handkarten auch, also. Ja, aber wahrscheinlich 2 Feuerbälle. Wahrscheinlich. Okay, der geht zurück auf die Hand. Das geht ja gerade noch. Ja. Macht sonst nix. Okay. Dann machen wir das Board voll, ne? Ja, den 5er, den 3er und hier Ball ins Gesicht. Genau. Dann kann er eigentlich auch aufgeben. Nächste Runde haben wir. Ja, er weiß ja nicht, dass wir das heilige Feuer haben. Hm. Noch eins. Ich meine, klar, den 3-1er kann er pingen. Ja, ist okay. Oh. Ja, Waffe anlegen. Waffe reinlaufen. Hero Power. Nein. Waffe und Hero Power gehen auf den Minion. Damit unsere Minions am Feld bleiben. Ja. Super, Sascha. 7-2. Ja, läuft. Perfekt. Das war doch ein geiler Abschluss für diesen Part. Ja. Und wir sehen uns morgen wieder. Das geht ja ganz schön lang heute, wa? Gut, ja. Gut. Alles klar, Sascha, ich bedanke mich, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten wieder. Tschüss.